So, jetzt kommen wir zur letzten Band des Abends. Das ist Kassetten Ricardo und spielen Indie Punk am Bass, Rossi, Tom, Gitarre, Kashi, Gesang, Paul, Schlagzeug. Die Band gibt es seit 2018 und das erste Mal standen sie 2019 auf der Bühne und kommen aus Berlin. Und danke nochmal an die Merli Mind Band. Immer mehr kaputt.
das in die Malaya auf meinem Teller, was so schön rosa ist. Gibt's doch gar nicht! Auf das Avocado-Toast und Soja-Latte, Serviette im Nonnenkäfig. Stampede der Milliarden vor den Klippen der Zeit, geblendet vom Schein, schon längst viel zu weit. Hauptsache billig, Hauptsache neu, bis gar nichts mehr reicht. Kaputt, kaputt, alles kaputt, alles zu Asche und alles zu Schutt. Ist es das wert zu lesen? Alles kaputt, kaputt, ich sag alles kaputt, alles zu Asche und alles zu Schutt. Es sei es nicht wert zu lesen. Ich sag alles kaputt. Oh nein, wir sagen alles kaputt. Wir sagen alles kaputt. Kaputt, kaputt, wir schlagen alles kaputt. Alles zu Asche und alles zu Schutt. Als sei es nichts wert gewesen. Kaputt, kaputt, alles kaputt. Alles zu Asche und alles zu Schutt. Ist es das wert gewesen? So mitklatschen oder im Sitzen mitklatschen. Genau so, wunderschön. Ja, immer weiter so. Herrlich. Die totale Verschwendung, mentales Gefängnis. Im goldenen Käfig gebändigt. Im Meer unseres Daseins bleibt gar nichts mehr. Außer uns noch mehr zu beschweren. Konsum hoch ist alles endlos im Taktik. Doch Fakt ist, keiner braucht hier Mikroplastik. Unser Ego viel zu groß, doch wir schaffen's nicht. Kaputt, kaputt, alles kaputt, kaputt. Alles zu Asche und alles zu Schutt. Ist es das wert gewesen? Kaputt, alles kaputt, kaputt, ich sag alles kaputt. Es heißt nichts mehr gewesen. Kaputt! Alles kaputt. Alles kaputt. Vielen Dank. Hallo, Salzwedel. Ihr lieben Menschen hier im Hanseatic Club. Wir sind Kassetten Ricardo aus dem fernen Berlin. Es ist schön, dass wir hier sein können. Wir freuen uns wahnsinnig. Ey, nochmal einen fetten Applaus an die Bands vor uns, bitte. Was war denn das? Abriss. Wundervoll, so viele. Görder und Marilyn Mainz, Hammerbands. Supportet ihr auf jeden Fall, indem ihr online den Bands folgt und so. Das ist für uns als kleine Newcomer-Artist auf jeden Fall super wichtig. Jeder einzelne Like oder View oder so zählt. Ja. Das sind die Zeiten, in denen wir leben und wir machen das Beste draus. Der nächste Song handelt vom Hinfallen und Aufstehen. Das ist wie Schweigen in Erinnerung. Das ist Hängen in der Schleife. Das ist die Stehen auf der Stelle. Und das ist Abwärts ohne Seil. Genau geschürftes Knie, das ist ein Tritt in die Leiste. Das ist nicht suboptimal, das ist scheiße. Wie das Kleine im Großen, so das Große im Kleinen. Die Summe der Teile im ganzen vereint. Wie das Kleine im Großen, so das Große im Kleinen. Die Summe der Teile.
Scheiße gut. Das ist Scheiße. Wie das Kleine im Großen, so das Große im Kleinen. Die Summe der Teile im ganzen Verein. Wie das Kleine im Großen, so das Große im Kleinen. Die Summe der Teile im ganzen Verein. Fallen, aufstehen, weiter quälen. Hinfallen, aufstehen, weiter gehen. Hinfallen, aufstehen, weiter quälen. Hinfallen, aufstehen, weitergehen. Hinfallen, aufstehen, weitergehen. Hinfallen, aufstehen. Vielen Dank, ihr Lieben. Oh, ist es warm. Hier oben. Ich trinke mal einen Schluck Wasser, Rio. Geht's euch gut, ihr Lieben? Ey, hier ist mega viel Platz übrigens vor der Bühne, ne? Ich weiß, sitzt nicht schön. Aber hier, wer kuscheliger wäre, ist auch nett. Also kommt gerne ein bisschen ran, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, ist okay. Aber schade. Wir wollen gerne mit euch tanzen und singen. Und der nächste Song ist super dafür geeignet. Ich sing mal vor und ihr könnt gerne einstimmen, mitsingen. Dass wir aufgeschüttet haben, kaschiert und rechtfertigt,
doch im Kern das einzig Wahre. Wir vergessen viel zu schnell, woher wir einmal kamen. Was hielt also nie mehr Qualen? Bunte Flaggen auf allen Straßen. Verständigung ist die neue Amtssprache. Und Liebe regiert in jeder Interphase. So schön. Ja, wir schreiten voran. Der nächste Song, der handelt so ein bisschen von, tja, ihr kennt ja alle Brandenburg, ne? Oder so diese graue Tristesse da manchmal so. Einige von uns kommen aus Brandenburg. Der Herr neben mir zum Beispiel hier, der den Song geschrieben hat, ja du, genau. Und handelt so ein bisschen davon, von der Stagnation und des Verfalls des eigenen Selbstes und um einen herum so ein bisschen. Der ist sehr schön. Da heißt der ungewollte Tourist. Viel Spaß dabei. Ich fühle mich als Tourist auf einer Reise, die nicht meine ist. Erinnerungen, die mir blieben, vom rauen Wind vertrieben. Plätze im Kopf geblieben.
wie Scherbenhaufen vor mir liegen. Früher bunt, laut und wild. Heute trist und längst verstellt. So fremd, alles so anders und doch so vertraut. Stagnation, das Gift, ein Reisebericht vom ungewollten Tourist. Was ist das? Ja, wer von euch hat vorher schon mal Musik von uns gehört? Hand hoch. Ich sehe ein paar Hände. Sehr schön. Unter anderem Elvis, der an der Tontechnik heute steht und das großartig macht. Applaus für Elvis. Und auch Applaus für Axel am Licht. Vielen Dank für das tolle Setting. Genau, und ja, hat vielleicht schon der ein oder andere wahrgenommen, bei uns steht auf dem Banner auch Punkrock drauf. Und weil wir ja so ein bisschen alternativen Punkrock machen, haben wir uns gedacht, wir schreiben mal einen Song, der so richtig Punkrock ist. Und ach, haben wir übersprungen, ja, genau. Also der nächste Song ist auch Punkrock, aber der danach auch. Okay, viel Spaß dabei. Merkt euch die Ansage, bis zum nächsten Song. Vielleicht stößt es ja ein. Vielleicht ist es ein.
sterben, löst die Wut sich auf. Komm, wir nehmen die Steine und bauen was aus. Wut aus und Kopf ein. Wut aus, Kopf ein. Wut aus und Kopf ein. Danke, danke, danke. Ist das noch Punkrock? Jetzt Punkrock. Ist das noch Punkrock? Ich schaff mich an. Ich bin zurück. Das Leben ist ein Punkrock-Song und wieder singen dieses Stück. Schnell und kurz. Mit viel Lärm und Geschrei. Es fängt an. Und schon vorbei. Danke. Ja. Unendliche Stunden Schmerz und Blut flossen in dieses Stück. Schön, dass ihr das so appreciated. Danke. Ja. Ja, wir haben Bock auf Punkrock. Worauf wir keinen Bock haben, ist auf Menschenfeindlichkeit und Nazis. Ja, wer hat das schon und mal? Die AfD natürlich, klar. Und deswegen haben wir das nächste Stück geschrieben. Muss man trotzdem leider immer wieder sagen, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist es aber nicht. Deshalb muss man es immer wieder sagen. Aber, ne, wisst ihr alle. Fuck Nazis, immer überall. Kein Platz für Homophobie, Rassismus, sonstige Dinge. Beschissener Kackdreck. Herzlich willkommen, Manege frei. Für die Freakshow, die sich Deutschland nennt. Die Tribünen prall gefüllt mit freien Plätzen. Augen zu, bitte setzen. Bitte setzen. Dann ist soweit. Kommen Sie wieder, wenn der Bernd hier jodelt. Im zweiten Akt die Stimmung brodelt. Die Stimmung brodelt. Kopf aus, nur zu. Treten Sie herein. Wir können alle Teil der Freakshow sein. Kopf aus, nur zu, treten Sie herein. Wir können alle Teil der Freakshow sein. Der Freakshow. Wenn Idioten aufmarschieren und wir lautstark applaudieren, dann beginnt die Freakshow, dann beginnt die Freakshow, dann beginnt die Freakshow. Bleiben Sie sitzen, seien Sie still, das große Finale kommt mit viel Gebrüll. Die Masse jubelt mit scheiß geschwelltem Frust. Am Ende hat wieder niemand Angst, was gewusst. Kopf auf.
Vielen Dank. Also, beim nächsten Song würden wir normalerweise alle bitten, sich in entspannte Positionen zu bewegen, sich vielleicht hinzusetzen. Der Großteil sitzt schon. Vielleicht mal was andersrum. Alle, die stehen, setzen sich jetzt hin. Alle, die sitzen, stehen auf. Wäre eine Idee. Oh, wir haben ein Gitarrenproblem. Ach, dann bleibt noch sitzen. Ich kann ein bisschen was sagen. Wir haben ein bisschen Merch bei. Das steht da drüben, aber wir haben keinen Merchmann oder keine Merchfrau, keine Merchperson. Also wenn jemand freiwillig mitfahren möchte für schlechte Bezahlung, gar keine Bezahlung, wir suchen noch jemanden für ein Merch. Aber ihr könnt dann nachher einen von uns mindestens oder uns alle vier treffen und uns ein Bier trinken, quatschen, ein bisschen Merch kaufen. Wenn ihr kein Geld bei habt oder für so einen Scheiß kein Geld ausgeben wollt, könnt ihr uns auch richtig geil supporten, indem ihr uns ein Like bei Instagram gebt oder uns bei Spotify hört oder unserem Gitarristen Gitarrenseiten kauft. Das ist sehr wichtig. Ist wirklich so, ne? Das braucht man heutzutage. Also, wir haben einen Instagram-Account, folgt uns bitte mit einem Like-Button und so. Ist echt. Hasse? Geil. Hasse nicht. Da dann schaffst du dir gefälligst an. Jetzt. Nein, lass es. Mach's nicht. Ich mag das auch nicht, aber man muss das haben, heutzutage. Muss man nicht, aber ist echt, gar nicht so schlecht. Schön. Dann ist ja alles gut, sowieso das Beste. So, die Gitarrenprobleme lösen sich in Luft auf. Ja, sie lösen sich in Luft auf quasi. Ja, wir lehren uns auch so langsam dem Ende unseres Konzertes. 4 Songs haben wir noch auf unserer Liste. Der nächste ist ein bisschen ruhiger. Ja, der heißt Demontiert. Viel Spaß. Nee. Genau, den könnt ihr jetzt auch online hören. Das heißt also, wenn ihr Bock habt, danach noch Musik von uns zu hören. Zu diesem Song haben wir ein sehr schönes Video gemacht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch da dessen annimmt und da mal reinschaut. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Die Seite will noch nicht ganz, aber gleich haben wir es. Ist okay, ist nur ein ganz bisschen warm hier oben auf der Bühne. Sieht man gar nicht, ne? Nee, ich schwitz nicht, nein. Ein ganz bisschen. Ja, das ist toll, danke. Genau, aber ganz ehrlich, endlich jemand, der mich versteht. Wenn ihr bei Social Media unterwegs seid, irgendwie einen Account habt, dann nutzt doch jetzt gerade die Zeit und geht einmal auf die Bandprofile, also Kassetten-Ricardo, aber auch Merle Mainz, Görda und folgt uns da, damit... bekommt ihr erstens mit, wenn wir wieder in Salzwedel spielen, was hoffentlich bald passieren wird, und auch, wenn wir irgendwelche neuen Songs rausbringen und so, weil wir haben ein Album in der Pipeline, da wird dieser Song auch draus sein. Aha. Und das klingt, glaube ich, ganz gut. Also, machen wir weiter. Der Moment der vollbesetzten Plätze, schweigend auf den Stühlen, die ungewollten Gäste. Gebrochene Versprechen, langgehegte Lügen, vergessene Verbrechen. Sie sickern langsam durch die Zimmerdecke, sie schälen hinab von den Fassaden, setzen sich lautlos in die Ecken, flüstern mir, sie wollen mich haben. Ich hab mich gestern demontiert. Jedes noch so kleine Teil nach Stolz und Zweifel sortiert. Ich hab mich gestern demontiert. Kurzschluss, Neuanfang, reanimiert. Schon stehen sie in der Wohnzimmertür.
Und ich werd ihm nicht mehr Herr, dem Chaos im Meer. Sie treten durch die Bögen, zerfetzen die Gardinen. Rotwein übers Sofa und Öl in den Kamin. Asche auf dem Boden, zerbrochenes Geschirr. Der Raum steht in Flammen, sie fallen über mich her. Ich hab mich gestern demontiert. Ich sehne es noch so kleine Zeit nach Stolz und Zweifel sortiert. Ich hab mich gestern demontiert. Kurzschluss, Neuanfang, reanimiert, reanimiert. Der Rauch legt sich nieder, ich komm wieder auf die Bretter, auf dem Boden verstreut, Bewusstseinslametta. Was bleibt ist Stille, ich glaub der Tag wird sich lohnen. Sitz mit dem Morgen am Fenster und trink Tee mit meinem Dämon. Vielen, vielen Dank. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum, zum politischen Thema. ja, ich glaube, wir haben uns so ein bisschen als Band so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, so, so ein bisschen Umweltaktivismus ist ja nicht verkehrt, ne? So, gerade in der heutigen Zeit. Darum geht auch mal wieder der nächste Song, der heißt Erosionsvertrag. Und es ist der erste Text, der komplett aus der Feder von Carsten kommt. Deswegen, hört gut zu, da sind einige sehr wahre und gute Aussagen drin. Ja, danke schön, Uwe. Lächeln, versteckt im Gesicht ab. So scheint's, die Symptome der Zeit. Die Stimmen beben, der Boden brennt. Wie kann Wirklichkeit so unglücklich sein? Stereo, gleich Monokultur. Daraus seid stagniert, und doch was ändern wir nur? Bald sterben, bald sterben. Miteinander korreliert. Wir verschönern uns den Hinterhof, bis jemand reagiert. Erosionsvertrag, es fehlt noch ein Schrei. Mal wieder vertagt, auf unseren Schultern ruht das Blei. Erosionsvertrag, es fehlt noch ein Schrei. Mal wieder vertagt, auf unseren Schultern ruht. Der Prozentsatz, Diversität, viel zu unbequem. Bullshit, angesichts der Lage, sind wir alle das Problem. Spielgefährten, unsere Verzerrten, allen Gelehrten, geruhig geheiligt, viel aufwerten. Erosionsvertrag, es fehlt noch ein Schrei.
Tag, ich will nur reinschreien. Mal wieder Vertrag, um unsere Schultern ruht das Blei. Das Blei. Zeitfluss wird zum Zeitgeist. So wirkt unser System. Doch unser Konfetti können die nach uns auch noch sehen. Die Zeit rennt wie Sand durch unsere Finger beim Versuch, sie festzupacken. Wie groß sie doch geworden sind, die Kinder unserer Schatten. Illusionsvertrag, Illusionsvertrag, Illusionsvertrag. Vielen Dank, ihr Lieben. So, wir nähern uns ein Ende. Vorletzter Song. So sieht's aus. Das sogar, oh, den haben wir fast als erstes geschrieben. Da gibt's auch ein schönes Video zu. Der Robi hat so einen wunderschönen Trabi, habe ich gestern auch schon erzählt, ne? Ja, der kommt ein Video vor. Er nennt ihn Black Pearl. Ich stehe gar nicht auf Autos, aber ich finde das unglaublich schnucklig irgendwie. Und auch da gibt's so eine Hook, die ließ sich wunderbar mitsingen. Ihr werdet es merken. Viel Spaß mit Aus und Davon. Aus und Davon. Aus und Davon. Aus und Davon. Gedankenkorsett abgelegt. Die Stadt scheint stumm wie leer gefegt. Und langsam schwinden wieder die Schichten. So oft ist hinter den Kulissen der Vorhang längst gefallen. Verbissen bleiben vergessene Gedanken da. Daran alle aufzugeben, endlich einfach gar nichts mehr bereuen. Alles, was bleibt, so bedeutend ist wie nichts auf der Welt. Dann ist es alles wert gewesen. Aus und davon. Aus und davon. Aus und davon. Denn immer noch setz ich Punkte hinter Fragen, anstatt sie rauszuschreien. Denn immer wieder frage ich mich, ob's richtig war, mich gegen's Bleiben zu entscheiden. Und alle davon.
aus und davon. Aus und davon von allem, was wir haben, um uns immer wieder neu zu erfahren. Immer mehr wollen, als wenn's kein Morgen gibt. Geben wir nichts für heute, gibt es morgen nichts. Endorphine, System-Euphorie, glaubst du an dich oder an sie? Lass dich gehen, lass dich fallen, lass ein Ende der Anfang sein. Alles aufzugeben, endlich einfach gar nichts mehr wollen. Wenn alles, was bleibt, so bedeutend ist wie nichts auf der Welt, dann ist es alles wert gewesen. Alles. So, an dieser Stelle fragen wir normalerweise, wer von euch ist denn heute Abend mit der Bahn hier? Ich fürchte, es sind nicht so viele. Ja doch, da hinten, guck mal hier. Wir lieben die Bahn und weil wir die Bahn so lieben, haben wir einen Song für sie geschrieben. Genauer gesagt über das berüchtigte Verkehrsmittel der Berliner Verkehrsbetriebe, die U-Bahn. Ja, es ging nicht anders. Und damit verabschieden wir uns. Und wollen euch noch mal ein bisschen Abend zumindest innerlich zum Wackeln bringen. Ihr so könnt auch noch mal vorkommen und tanzen. Ja, alle hier im Moshpit. Oder Polonaise, was ihr wollt. Moshpit oder Polonaise? Moshpit Polonaise. Ich fange einfach mal an. Dann bist du zu spät.
sind 5 Minuten, ne Ewigkeit. Schon stehst du auf ner Bühne, deren Stücke der Zufall schreibt. Und du spielst mit, ob du willst oder nicht. Kannst Komparse sein oder Protagonist. Der U-Mann, der sexy, sexy U-Mann. Egal, du selbstbewusst oder schlicht dann bist. In der U-Bahn, der sexy, sexy U-Mann. Und der Vorhang fällt erst, wenn du den Zug verlässt. Die sexy, sexy U-Bahn. Der Vorhang fällt erst, wenn du den Zug verlässt. Die sexy, sexy U-Bahn. Komm, lass uns U-Bahn fahren. Komm, lass uns U-Bahn. Dankeschön, Salzwedel und Hanseatic Club. Vielen Dank, dass ihr da wart. Liebe.